Dedelic Entertainment. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen gemeinsam Edna bricht aus. Dieses Spiel wurde sich in den Kommentaren gewünscht und jetzt komme ich auch endlich mal dazu, dass wir es aufnehmen. Wir spielen in der Steam Edition 1.3 vom 1. März 2016, das letzte Update. Ich hoffe, da sind alle Bugs gefixt. In der Steam Edition gab es einen Bug mit irgendeinem Save-Game, mit irgendeiner Stelle, dass du da nicht weiterkommen konntest. Glaube ich, ist mittlerweile gefixt. Zur Not gibt es auf der offiziellen Dedelic-Seite ein Save-Game, das sich das um das ganze Problemchen kümmert. Ja, wir haben ein paar Erfolge, die wir erreichen können. Zellfrei, kommen wir aus der Gummizelle. Dann haben wir Copyright-Verletzerin, wo wohnt der Oscar? Fälscherin, lernt Dr. Marcells Unterschrift zu fälschen und so weiter und so fort. Alles Erfolge, die wir uns im Laufe des Spiels zu Gemüte führen werden. Ich hoffe, dass wir sie alle erreichen, aber ich bin nicht guter Dinge, dass wir schaffen. Also sind einige sehr abstruse dabei. Ich muss sagen, von Anfang an, das ist kein Blind Let's Play. Ich habe Edna bricht aus mindestens schon 3-4 Mal durchgespielt, weil ich das Spiel wirklich abgöttisch feiere. Das ist eines der ersten Spiele von Dedelic und Dedelic ist ja auch bekannt für die Deponien-Reihe, die wir ja auch komplett von Teil 1 bis 4, mit 4 Ausrufezeichen dahinter bitte, durchgespielt haben. Der letzte Teil, Deponia Doomsday, kam ja überraschend, nachdem es eigentlich nur eine Trilogie werden sollte. Da haben sie uns alle ziemlich überrascht, aber wir spielen heute Edna bricht aus die Anfänge von Dedelic und wir starten ein neues Spiel. Dedelic präsentiert. Ein Spiel von Poki. Written and directed by Jan Müller-Michaelis. Executive Producer Carsten Fichtelmann. Aliane Diehl als Edna und Alexander Grimm als Harvey. Musik von Finn Seliger. Programming Olaf Kaspar, Felix Engel und Jan Müller-Michaelis. Character Design, Background Art und Animation Jan Müller-Michaelis. Pah! Was ist los? Ach, nichts. Du-bidu-bidu-bidu-bidu. Pah! Roar. Edna bricht aus! In Klammern hoffentlich. Und damit noch einmal herzlich willkommen zu Let's Play Edna bricht aus. Okay, wir sind in einer Gummizelle, wie es aussieht. Und wir werden uns das mal umschauen. Wir haben hier viele Polster. Hier unten links sehen wir immer, was wir gerade so hovern. Also zum Beispiel Polster, die können wir ansehen. Schau an, Polster. Nicht schlecht, so ein Sofabezug an der Wand. Können wir den mitnehmen? Ich komme nicht mit den Fingern in die Ritzen. Okay, können wir mit dem reden? Bist du eines von diesen Schallschluckpolstern? Ich nehme das als Ja. Können wir den benutzen? Ha! Okay, wir haben ihn geboxt. Das wirklich Tolle an Edna bricht aus, ist halt wirklich, dass mit jeder Item-Kombination, nahezu mit jeder möglichen Item-Kombination, ein eigener Dialog eingesprochen wurde, einen eigenen Text für gibt. Das ist wirklich krass. Wir haben im Inventar unseren Stoffhasen Harvey. Den können wir auch ansehen. Das ist mein alter Kumpel Harvey. Der Harvey. Können wir den nehmen? Nein. Okay, wir können mit dem reden. Hallo? Hallo Edna. Was gibt's? Wo sind wir denn hier? Wo sind wir hier?
Keine Ahnung, aber ich will hier raus. Ich auch. Es scheint eine Art Irrenhaus zu sein. Das kann sich doch nur um ein Missverständnis handeln. Wohl oder übel. Und wer zum Teufel bist du denn? Wer zum Teufel bist du? Und was? Und warum kannst du sprechen? Ich bin dein Kumpel Harvey. Eine Schande, dass du mich nicht wiedererkennst. Ich helfe dir herauszukommen. Und deinem Gedächtnis auf die Sprünge. Okay, wie geht's dir denn so, Harv? Wie geht es dir, Harv? Mir ginge es besser, wenn wir hier endlich rauskämen. Das ist vollkommen verständlich. In so einer Gummizelle zu sitzen, ist natürlich auch nicht das Geilste, was es gibt. Ich schau mich dann mal um. Vielleicht finde ich ja einen Weg hier raus. Okay, wir schauen uns natürlich wie gewohnt zuerst mal alles an. Wir haben hier zum Beispiel einen Tisch. So einen hätte ich gerne für meinen Balkon. Ob ich wohl einen Balkon hatte? Ich kann mich an nichts erinnern. Okay, unser Gedächtnis ist wohl gelöscht. Kann man den Tisch mitnehmen? Diesen langweiligen Tisch will ich nicht. Vielleicht, wenn es ein Billardtisch wäre. Ich dachte, du wolltest den Tisch für deinen Balkon, Edna. Kann man mit dem Tisch reden? Stehen bleiben, Tisch! Brav. Ach, ich liebe diesen Humor. Kann man den benutzen? Wozu? Du bist langweilig, Tisch. Oh, der arme Tisch, der hat bestimmt auch Gefühle. Okay. Hier haben wir noch Polster, hier haben wir noch einen Stuhl. Ansehen natürlich. Meine großzügigen Gastgeber haben mir immerhin einen ganzen Stuhl überantwortet. Okay, können wir den mitnehmen? Nicht ohne meinen Feng Shui-Berater gefragt zu haben. Alles klar, können wir mit dem reden? Du bist ein fauler Nichtsnutz-Stuhl. Aber der hat doch bestimmt Gefühle. Können wir den benutzen? Ich habe hier lange genug gesessen. Okay. Hier haben wir noch eine Tür und ein Gitter. Einzeln. Dann schauen wir uns doch mal zuerst die Tür an. Das ist eine Tür. Die ist geschlossen. Da wäre ich jetzt fast nicht drauf gekommen. Danke, Edna. Eine Tür kann man zwar immer gebrauchen, aber diese hier kann ich einfach nicht ausstehen. Wieso denn nicht? Die ist... Da, wenn du gegenrennst, dann tut's wenigstens nicht so dermaßen weh. Kann man denn mit dir reden? Hallo, Tür. Wie geht es dir heute? Bestens. Ich empfinde eine perfide Freude daran, dir den Weg zu versperren. Ich hasse dich, Tür. Kann man die benutzen? Die ist verschlossen. Oh. Was hast du erwartet? Dass die offen ist und wir einfach rausgehen können, natürlich. Nein, Gitter. Ich hasse Gitter. Okay, können wir die mitnehmen? Sesam, öffne dich! Das war wohl der falsche Spruch. Bitte öffne dich? Nein, reden. Hallo? Hallo? Hört mich wer? Was willst du? Oh. Ich will hier raus. Vergiss es. Wie redet der denn mit uns? Aber so einfach lassen wir uns nicht abspeisen, stimmt's? Okay, das werden wir gleich nochmal machen. Aber zuallererst muss ich sagen, die Steam-Edition ist ja zugleich auch die Sammler-Edition, die ich übrigens auch als Box zu Hause rumstehen habe. Und da gibt's später dann im Laufe des Let's Plays auch noch so ein, zwei Zitate aus dem offiziellen Handbuch. Aber zuerst mal hier oben haben wir unseren lieben Poki. Und zwar ist das Spiel hier mit Entwicklerkommentaren ausgestattet und wir hören uns mal den Entwicklerkommentar zu diesem Raum hier an. Huhu und herzlich willkommen zu den Audiokommentaren von Edna bricht aus. Mein Name ist Jamila Michaelis, ihr dürft mich auch ruhig Poki nennen, so stehe ich zumindest auch in den Credits. Ja, wir starten das Spiel. Und zwar in dieser Gummizelle, in der ihr euch gerade befindet. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß, denn ihr werdet euch für die nächsten 30, 40 Minuten hier in dieser Zelle aufhalten. Das ist eine Game Design Entscheidung gewesen, die gleich zu Beginn des Spiels schon ziemlich fragwürdig zumindest war. Ich glaube, mein aktueller Head of Game Design, der Bade, mit dem ich sehr stark zusammenarbeite für aktuellere Titel, würde mich für diesen Geniestreich erwürgen. Denn gleich zu Beginn des Spiels hat man eigentlich keine sichtbaren Erfolge und Fortschritte. Also viel Spaß jetzt beim Spielen. Sucht euch vielleicht schon mal ein Walkthrough aus dem Internet.
Die Idee, die dahinter steckte, war natürlich, dass man sich genauso gefangen fühlen sollte wie Edna. Ich glaube, das funktioniert auch einigermaßen. Ist schwierig zu beurteilen, aber ich dachte eigentlich, der Spieler weiß ja, dass man wahrscheinlich aus dieser Zelle irgendwie raus kann und dass das Spiel außerhalb dieser Zelle noch weitergeht und dass es da noch viele Sachen zu erkunden gibt. Und ja, entsprechend viel Spaß beim Rausrätseln. Ja, dankeschön, Poki. Ja, das mit dem Rauskommen war mir schon fast klar. Können wir das Gitter denn benutzen? Hey, hallo! Mach nicht so einen Lärm da drin! Was willst du? Okay. Zuerst mal, wo bin ich denn hier? Wo bin ich hier? Schätzchen, wenn ich jedem Irren das beantworten würde, könnt ihr nicht einmal mehr zum Klo gehen. Hör zu, Süße. Ich werde nicht fürs Reden bezahlt. Ist noch was? Wer bin ich denn eigentlich? Wer bin ich? Der mit Abstand nervigste Patient, den ich je bewachen musste. Patient? Bin ich denn krank? Ich fühle mich nicht krank. Hör mal, Süße. Du bist in einem Raum mit gepolsterten Wänden. Beantworte dir die Frage einfach selbst. Hey, ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Stimmt's nicht, Harvey? Genau, sie ist nicht verrückt. Hörst du? Harvey stimmt mir zu. Ihr seid schon ein ulkiges Paar. Ihr zwei. Ja, warum kann ich mich denn an nichts erinnern? Warum kann ich mich an nichts erinnern? Das werde ich bestimmt nicht noch einmal erklären. Nur damit du es nach der nächsten Behandlung wieder vergisst. Okay. Und warum ist es denn so heiß hier drin? Ja, okay, das ist jetzt eher so zweitrangig. Lass mich hier raus, das ist ein Notfall. Das wird bestimmt funktionieren. Mir ist aufgefallen, wie elegant du diese Tür bewachst. Und mir ist aufgefallen, was eine Dampfnase du durch bist. Süß. Vergiss es einfach, ich habe Wichtigeres zu tun, als mich mit dir zu unterhalten. Naja, okay, das ist jetzt alles relativ. Warum ist es denn so heiß hier drin? Warum ist es so heiß hier drin? Oh, das liegt wohl daran, dass die Klimaanlage aus ist. Welche? Was denn für eine Klimaanlage? Hier ist keine Klimaanlage. Denkst du etwa, der Doktor ist so verrückt, dass er dir einfach so einen offenen Lüftungsschacht in die Zelle baut? Die Klimaanlage ist natürlich unter den Polstern versteckt. Aha. So, so. Eine Klimaanlage unter der Polsterung. Das ist natürlich weitaus intelligenter. Ja. Okay, gut. Dann müssen wir halt nur noch die Klimaanlage finden. Das erweist sich aber erstmal als, denke ich, schwierig, denke ich mal. Stellst du mir bitte die Klimaanlage an? Schau mal, was passiert. Stellst du mir bitte die Klimaanlage an? Mal sehen. Wenn du dich ab jetzt ruhig verhältst, dann vielleicht. Später. Danke. Mann, lass mich raus, das ist ein Notfall. Lass mich raus, das ist ein Notfall. Oh, wirklich? Ja, wirklich. Ich muss nämlich mal. Oder mir ist ein wenig schwindelig, oder es ist viel zu heiß hier drin. Ich habe Hunger, ich muss nachsehen, wie das Wetter wird. Und, oh, ich habe mich gehört, das ist doch kein Notfall. Ich muss mal. Ich muss mal. Ah, der gute alte Ich muss mal auf die Toilette-Trick. Ein Klassiker. Mist. Denkst du ernsthaft, man wird Wächter in einer Irrenanstalt, wenn man auf die einfachsten Tricks reinfällt? Und was ist, wenn ich wirklich auf die Toilette muss? Ja, ja, sehr gut. Aber... Ich muss jetzt wirklich ernsthaft dringend auf die Toilette. Ich muss jetzt wirklich ernsthaft dringend auf Toilette. Nicht mit mir, Schätzchen. Der würde uns nicht mal im ernsthaften Notfall rauslassen. Was ein Penner. Naja, mir ist trotzdem jetzt ein wenig schwindelig. Weil ich kann es nicht mehr länger zurückhalten. Es wird... Puh. Mir ist ein wenig schwindelig. Tja... Das kommt bestimmt von der schlechten Luft da drin. Ich könnte jetzt natürlich aufstehen, zum Schalter der Klimaanlage laufen
und für ein wenig Frischluft in deiner Miefbude sorgen. Vielleicht bleibe ich aber auch einfach hier sitzen. Was ein fauler Sack. Es ist viel zu heiß hier drin. Mach doch bitte die Klimaanlage an. Es ist viel zu heiß hier drin. Du hältst das schon aus. Aber es ist viel zu heiß hier drin. Es ist viel zu heiß hier drin. Du hältst das schon aus. Okay, aber ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Essen gibt's um 6. Schade, dass du wieder nur Wasser und Brot bekommen wirst. Heute ist nämlich Wünsch dir was Tag in der Kantine, weißt du? Wünsch dir was Tag? Boah, was würde ich mir da wünschen? Viele, viele, viele leckere Sachen wahrscheinlich. ich muss nachsehen, wie das Wetter so wird. Ich muss nachsehen, wie das Wetter wird. Nun, die frühe Herbstsonne steht heute tief an einem orangefarbenen Himmel. Die Luft ist so klar, dass sich das Licht in der Ferne funkelnd an den Bergen bricht. So um die 18 Grad Celsius. Alter. Es ist ein richtig schöner Tag da draußen. Aber du wirst ihn nicht zu Gesicht bekommen. Doch, müssen wir, weil das will ich sehen.